Hallöchen Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, wir sind heute in der Toskana und ich habe heute für euch mal wieder einen Skoda Enyaq mit dabei. Diesmal als Coupé und als Allrad-Variante, nämlich den IV80X. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es nämlich jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Was werden wir heute gemeinsam machen? Ein klassisches Review eben bedeutet, wir werden über die Optik sprechen, über den Innenraum, über den Kofferraum, Rückbank und ihn auch gemeinsam mit Jan fahren. Falls ihr darauf Lust habt, bleibt jetzt gerne dran. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter diversen Leasingplattformen wie auch meinauto.de und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Jetzt sprechen wir aber über den Skoda Enyaq und den haben wir euch ja schon in diversen Motorvarianten vorgestellt, aber nicht als Coupé. Und hier steht er jetzt als Coupé, ist jetzt ganz neu mit dabei. Erstmal haben wir den euch als RS vorgestellt im Studio, steht auf dem MEB, also auf dem modularen Elektrobaukasten, genauso wie auch der VW ID.4 oder auch der VW ID.5 oder auch der Audi Q4 bzw. Audi Q4 Sportback, haben wir euch alle vorgestellt bei uns auf dem Kanal. Schaut da gerne mal vorbei. Andere Wettbewerber wären beispielsweise der Hyundai Ioniq 5 oder auch der Kia EV6. So, jetzt haben wir sehr viele Zahlen gesagt. Jetzt sprechen wir vielleicht erstmal über die Optik. Coupé habe ich euch ja schon gesagt, an der Seite werden wir darüber sprechen. Erstmal aber zur Front. Insgesamt gibt es jetzt hier zwischen 9 und 10 verschiedene Lackvarianten. Hier haben wir jetzt ein sehr schönes Silber drauf, in Kombination mit der Sportsline, also sehr vielen schwarzen Elementen und das optionale Crystal Face, also das Kristallgesicht, ja, zeichnet sich dadurch aus, dass wir jetzt hier 19 aufrecht stehende Streben haben und 120 oder 130 LED-Dioden, die eben das Ganze erhellen. Hier in der Mitte dann auch nochmal eine waagrechte Säule, und das, beziehungsweise waagrechte Säule gibt es gar nicht, waagrechte Linie, und das Ganze ersetzt quasi ja die Chromstreben, die man sonst von Skoda kennt. Serienmäßig LED-Lichter, optional eben das Skoda Crystal Lightning haben wir jetzt hier auch dabei. Das ist ein Matrix-LED-Licht, bedeutet, dass blendet beispielsweise den Gegenverkehr ab, aber auch Schilder an. Ihr fahrt damit eben permanent mit Fernlicht, was sehr gut für eure Sicherheit ist. Ihr müsst es aber hier nicht nehmen, könnt es für 1200 Euro dazu konfigurieren. Wenn wir jetzt an die Seite gehen, vielleicht noch ein kleines Detail. Hier an der Seite haben wir jetzt so eine Öffnung. Wir haben jetzt nämlich einige Air-Curtains, auch der Unterboden ist hier nochmal geschlossen und auch die Spiegelkappen sind aerodynamisch optimiert im Vergleich nochmal zum normalen Enyaq. Bedeutet, wir haben jetzt hier einen deutlich besseren CW-Wert, auch natürlich durch das coupéhafte Heck. 0,234 in diesem Fall jetzt beim Enyaq, ganz normal sind es 0,26, also es ist schon ein großer Unterschied. Wir haben jetzt hier eine Länge von 4,65 Meter, 1,88 Meter Breite und 1,61 Meter Höhe. Also das sind Ausmaße, die jetzt nicht zu klein sind, aber auf jeden Fall auch nicht zu groß. Ein Radstand von 2,77 Meter und ich habe euch ja schon gesagt, wir haben jetzt hier die X-Variante. Und X steht für Allrad, bedeutet, wir haben hinten einen Elektromotor und vorne einen Elektromotor. Der hinten ist permanent synchron, bedeutet, der läuft die ganze Zeit. Hinten haben wir einen Asynchronmotor, das heißt, der schaltet sich nur dazu, wenn man ihn eben braucht. Also es wäre ein permanenter Allrad, man kann ihn aber eben dazu schalten. Hinten 150 kW, vorne 80 kW. So, wir haben jetzt hier einen Wendekreis von ungefähr 11 Metern, was auch sehr gut ist, vor allem eben für die Stadt. Und hier an der Seite seht ihr jetzt eben, Sportline steht einmal hier drauf, sehr viele schwarze Elemente, die kommen dann normalerweise eben in einem Chrom, wie beispielsweise die Umrandung des Kühlergrills vorne, aber eben auch die Umrandung der Scheiben hier hinten. Aber jetzt sprechen wir erstmal kurz über die Felgen. 19, 20 und 21 Zoll Felgen gibt es insgesamt. Hier haben wir jetzt die 20 Zoll Felgen, sehr schön hier geformt, könnt man mit mir gemeinsam hier reinschauen. In der Mitte dann auch nochmal das Skoda-Zeichen. Noch größere Felgen würden natürlich noch schicker hier drin aussehen. Hier seht ihr dann auch nochmal den Lufteinlass, von dem ich euch erzählt habe, von der anderen Seite. Und keine Plastikbeplankung oder so drumherum, die finde ich manchmal ein bisschen überflüssig. Der ist schon schick und der will auch schick sein. Nicht nur durch das coupéhafte Heck, sondern eben auch hier durch keine Plastikbeplankung. Und jetzt schauen wir uns mal hier die Schokoladenseite an. Geht jetzt einmal hier schön nach hinten.
Hinten haben wir wieder LED-Leuchten, die an die böhmische Kristallkunst erinnern sollen. ENIAC steht jetzt hier drauf, Skoda in schwarz und auch das Ivy 80X ist jetzt hier nochmal in schwarz, eben in der Sportline bekommt ihr das so. Finde ich in der Kombination mit dem Silber richtig schick. Und ihr seht jetzt schon, hier hinten ist ein Heckscheibenwischer. Ja, bei unserem Studio-Video habt ihr ja alle geschrieben, warum hat er keinen Heckscheibenwischer? Ihr bekommt den optional dazu. Im Studio haben sie den jetzt nicht hingemacht, weil es halt eben ein bisschen die Optik kaputt macht. Das muss man leider sagen. Kleiner Entenbürzel da hinten auch nochmal. Und als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns vielleicht noch den Diffusor an. Der ist jetzt hier im Klavierlack schwarz gehalten, nicht allzu aufdringlich, nicht allzu sportlich. Das ist eben gesetzter bei Skoda. Die versuchen ja immer Autos zu machen, die jetzt nicht zu sehr prollig sind. Auch die RS-Version ist übrigens nicht zu prollig, das gefällt mir aber ganz gut. Die Ecken nicht an, sind aber trotzdem sehr klassisch und schick. Und an der Stelle würde ich vielleicht gerne übers Laden sprechen. Da schauen wir uns mal an, wo man denn dieses Auto laden kann. Insgesamt gibt es zwei Akkuvarianten, 58 Kilowattstunden oder 77 Kilowattstunden. Hier haben wir jetzt die größere Variante, braucht man ja auch bei einem Allrad, dass man einfach ein bisschen mehr Reichweite hat. Und wie kann man den jetzt laden? Man kann den an der Haushaltssteckdose laden, da braucht er über 50 Stunden, um voll zu sein. Das ist natürlich viel zu lang. Aber es geht auch an der Wallbox mit bis zu 11 kW, da braucht er 7 Stunden 30, um eben voll zu sein. Und jetzt ganz neu mit Software-Update bis 135 kW, da braucht er ungefähr 30 Minuten von 5% auf 80%, was schon ganz gut ist. Jetzt machen wir hier mal zu und ich spreche vielleicht noch über unseren Kooperationspartner, und zwar ist es Next Level Energy. Was machen die? Die haben für euch verschiedene Ladelösungen und auch Ladestecker, wie beispielsweise den Energy Kick, den benutzen wir selbst, und ihr bekommt mit dem Code TheCarCrash 25 Euro ab einem Einkaufswert von 150 Euro bei denen. Schaut da gerne vorbei, ich packe euch unten auch noch den Link in die Infobox. Jetzt machen wir hier mal zu, übrigens auch sehr schön, wie diese Linie hier integriert ist, und schauen uns jetzt mal, ach, jetzt hat mich hier gerade was gestochen hier ins Gesicht, nein, noch nicht, schauen uns jetzt mal hier noch, hier ist richtig Influencer in Gefahr hier, Influencer in the Wild, schauen uns jetzt noch gemeinsam hier den Kofferraum an, machen den jetzt mal auf, und da ist jetzt die große Frage, wie sind jetzt die Einbußen im Vergleich zum normalen ENIAC? Hier bei der Coupé-Version gar nicht so groß, es sind nämlich 570 Liter bis 1610 Liter. Bei hochgeklappter Rückbank sind es dann 15 Liter Verlust, bei umgeklappter Rückbank 100 Liter Verlust, also vollkommen in Ordnung. Und wir haben jetzt hier sehr viele Simply Clever Lösungen. Vielleicht mache ich jetzt erstmal dieses eine Netz hier weg, einmal hier und einmal auf der Seite. Das ist natürlich mega praktisch, weil man da drunter beispielsweise einen Koffer oder eine Tasche einfach verspannen kann. Hier an der Seite habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, was reinzumachen. Hier ist auch nochmal so ein Clip, der das Ganze dann auch noch aufhält. Hinten ist das Ganze dann auch nochmal, also hier gibt es echt viel zu tun, und hier habt ihr dann auch nochmal irgendwelche Sachen, die ihr reinspannen könnt. Das ist schon echt großartig, Skoda gibt sich da sehr viel Mühe. Hier an der Seite dann, Jan nennt es immer Männerhandtasche, ich weiß gar nicht, warum es eine Männerhandtasche sein soll, ich als Frau kann die genauso gut tragen. Da ist jetzt ein Ladekabel drin, schauen wir es uns mal gemeinsam an, das ist jetzt fürs AC-Laden beispielsweise hier schön, kann man raus und aber auch reinmachen. Muss man natürlich auch ordentlich reinmachen, dass man es wieder da reinbekommt. Und jetzt ist ja die Frage, wo kann man die anderen Kabel verstauen? Das würde ich euch gerne zeigen. Wir haben nämlich jetzt hier einen doppelten Ladeboden, den man einmal so hochklappen kann. Da seht ihr schon eine Möglichkeit, sehr viel zu verstauen, und da auch noch mal sehr, sehr viel Platz. Das ist schon echt genial, vor allem für so eine Familie. Und jetzt zeige ich euch eine coole Sache. Schaut mal kurz. Aua. Danke, Jan. Das ist echt mein Retter. Jetzt dachte ich gerade, ich habe wegen Familie irgendwie Ärger bekommen. So, und zwar haben wir jetzt hier so zwei, ja, Winkel, die wir jetzt positionieren können. Und hier können wir jetzt beispielsweise irgendwas reinspannen oder eine Kiste Sprudel mitten reinlegen, und dann, ja, hebt die sich auf jeden Fall sehr gut fest. Hutablage machen wir vielleicht auch noch schnell weg, dass ihr das auch mal seht. Ist da ganz kurz durch. Wert. Und da ist die Jalousie für hinten, ne? Ja, wird wahrscheinlich total verstochen jetzt, wenn ich jetzt gleich hier fertig bin mit der Moderation, und zeige euch jetzt mal, wie das Ganze umgeklappt aussieht. Einmal hier und einmal hier. Hebt das jetzt mal kurz weg. Und ihr seht schon, 1610 Liter ist eine große Menge. Jan macht das auch mal schnell weg. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt relativ viel gesehen. Falls ich euch irgendwas nicht gezeigt habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Soll ich das hier wegmachen, Jan? Geht nicht, ne? Da. Man muss sich da schon, kann man auch von der anderen Seite machen, dann seht das jetzt hier nochmal. Also es ist sehr viel Netz jetzt hier tatsächlich, was für Netzfetischisten haben.
Ja, ihr müsst es ja nicht wählen, das ist eine Konfigurationssache. Ich mache jetzt hier auch zu. Anhängelast beim ENIAC liegt ja zwischen 1000 und 1400 Kilo. Hier haben wir jetzt die 1400 Kilo Variante, elektrische Heckklappe. Sehr schön jetzt hier. Und als nächstes würde ich sagen, besprechen wir vielleicht mal den Platz auf der Rückbank, weil da fragt man sich ja auch, hat man da jetzt genügend Kopffreiheit vor allem. Deshalb mache ich jetzt hier hinten mal auf. Wir schauen mal, wie einfach sich das Ganze hier hochklappen lässt. Ich mache vielleicht vorne noch kurz die Zündung aus. Und dann schauen wir mal, wie der Einstieg ist. Ihr fragt euch bestimmt, warum immer Zündung an, Zündung aus. Wir machen die Zündung immer an und das Tagverlicht an, weil die Autos dann so eben am schönsten aussehen. Und vor allem können wir euch so das Crystal Face eben zeigen. Ich gehe jetzt auf die andere Seite rein. Auch hier, die andere Bank ist einfach hochzuklappen. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Platz ich habe. Einstieg ist erstmal sehr angenehm, sehr hoch. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man hier ja, gut ein Kind irgendwie reinheben kann. Natürlich ist es immer schwer mit so einem ja, Maxi-Cosi und alles die Kinder hier reinzuheben, aber wir haben auf jeden Fall auf beiden Seiten Isofix. Und Jan hat es euch gerade schon gezeigt, wir haben ein wunderschönes, großes Glasdach. Das macht einen wundervollen, hellen Innenraum hier. Ja, ich schwärme zu sehr, aber ich finde, es ist wirklich richtig schick. Ich stehe auf Glasdächer, genauso wie Jan. Und jetzt sprechen wir vielleicht noch kurz über die Sitze. Wir haben jetzt hier in der Mitte... Ja, das ist ein Mikrofaserstoff, man kann es Alcantara nennen. Ich finde eher, es geht in Richtung Stoff. Also es ist nicht so wirklich wie so ein krasses Velourleder, sondern eher ein bisschen weicher. Was ich aber gut finde, hier oben weich gepolsterte Kopfstützen, schaut mal wie weich. Hier in der Mitte auch. Mittelkonsole kriegt man hier auch raus, aber man muss wirklich hier mit den Fingern so ja, rein, richtig rein, dass man die halt rausbekommt. Zwei Cupholder hier an der Seite und auch noch eine Durchreiche. Ja, man kann mit diesem Auto auch in den Schnee fahren. Übrigens ist die Reichweite bei 490 Kilometern rein elektrisch, also wir sind ja in einem rein elektrischen Auto angegeben. Wie weit wir kommen, erzähle ich euch später bei der Fahrt. Mittelkonsole ist auch so eine interessante Sache. Man kann die nämlich jetzt hier ganz frei räumen. Das ist so ein Simply Clever Thema hier. Bedeutet, man kann auch sehr bequem und komfortabel in der Mitte sitzen und hat da auch Platz für zumindest kleine Füße bis Größe 36. Kann das jetzt hier aber wieder reinmachen und schaut mal, da sind auch so Cupholder integriert. Da sind sie auch sehr clever und kann man auch wieder so zurückmachen. Schon ganz schön schick und vor allem eben auch gut verarbeitet und robust. Das kann man auch in die Spülmaschine machen zum Beispiel. Jetzt schauen wir uns mal noch die Tür als nächstes an. Türen sind ja immer so eine Sache, da wird viel gemeckert wegen Hartplastik. Ich finde, das ist hier aber absolut in Ordnung. Hier haben wir zwar ein bisschen Hartplastik unten, aber hier ist dann alles wieder bezogen mit Kunstleder. Hier haben wir diesen Carbon-Look aus der Sportsline und sehr clever hier auch nochmal so eine Jalousie, die einfach die Kinder oder wie man auch immer mitnimmt, vor Sonne schützt. Hier dann auch nochmal ein schöner Türöffner, der super schick geschwungen aussieht. Ja, keine Einstiegsleiste. Hätte ich jetzt noch ganz cool gefunden. Und als nächstes würde ich sagen, gehen wir mal gemeinsam vor. Und ich erzähle euch noch was zu den Leistungsdaten. Mach jetzt hier mal zu. Und ich mache vorne trotzdem noch mal auf. Soll ich die Zündung noch mal anmachen, Jan? As you like. As I like, okay. Mache ich sie mal schnell an. Und ich zeige euch noch ganz kurz, was da vorne unter der Motorhaube ist. Weil die große Frage ist ja, haben wir da einen Frunk? Leider nicht. Das wäre noch schön gewesen. Aber hier haben wir alles andere an Zeugs, da könnt das Wischwasser dann noch nachfüllen. So sieht es hier vorne aus. Jetzt würde ich als nächstes sagen, mache ich hier mal zu und erzähle euch was zu den Motorvarianten. Ihr bekommt ja jetzt hier beim Coupé keinen iV50, aber es beginnt bei dem iV60. Ihr bekommt den iV80 und den iV80X und auch die RS-Version. Die hier hat jetzt 265 PS und 425 Newtonmeter maximales Drehmoment, 160 km/h vor Max fährt er, ist in 6,9 Sekunden auf 100, was auch gar nicht schlecht ist. Allrad habe ich euch ja schon erzählt, auch die Verteilung der verschiedenen Motoren. Fährt vor Max 160 km/h und verbraucht irgendwas zwischen 17 und 18 Kilowattstunden. Wie viel wir verbraucht haben, werde ich euch später bei der Fahrt verraten, genauso wie weit wir gekommen sind. Erstmal schauen wir uns noch die Sitze von vorne an. Wir werden noch über das Infotainment-System, über das Lenkrad sprechen. Und dann kommt Jan dazu und wir fahren hier eine kleine Runde durch die Toskana. Kommt mit! So, ich zeige euch jetzt hier, wie versprochen, den Innenraum. Und erstmal schaut euch mal von da vorne das Dach an. Das ist wirklich großartig. Ich möchte das hier irgendwie immer hervorheben, weil es ist was ganz Besonderes. A, wegen der Größe. B, uns wurde jetzt hier auch nicht sonderlich heiß. Wir hatten zwar nur 20 Grad, aber es wurde hier drin nicht stickig. Man hat nicht das Gefühl gehabt, oh man Mist, man muss das jetzt unbedingt zumachen. Weil, das muss man wissen, es geht nämlich nicht. Man hat kein Rollo, wie man das zumachen kann und vor allem auch keine Schiebefunktion. Das ist ein festes Glasdach.
So, als nächstes würde ich sagen, sprechen wir mal hier vorne über die Sitze hier an der Seite perforiert. In der Mitte so eine Stoffbahn, dann in so einem Velour, Kunstvelour, sehr, sehr schick. Hier oben dann nochmal eine Öffnung mit einem Hartplastik. Sehr schöne Kopfstütze hier oben, die aber relativ hart gepolstert ist. Das sind schon sportliche Sitze. Schaut mal die Seitenbacken an, daran sieht man das dann. Hier unten nicht so viel Seitenhalt gebend, aber hier dann auch wieder sehr weicher Stoff. Die kann man jetzt in dem Fall, ich muss da mal gucken, elektrisch einstellen. Ja, sobald ich hier mit meinem Po nämlich von meinem Sitz weggehe, piepst es, weil er dann sofort erkennt, dass ich jetzt hier nicht mehr vorne sitze. Und dann geht auch der Motor übrigens aus, wenn ich das Fahrzeug verlasse. Ich musste gar nicht auf den Start-Stopp-Knopf drücken. Vielleicht schauen wir uns noch ganz kurz die Tür an. Da geht es ja auch darum, wie ist die verarbeitet. Gut, ich mag hier übrigens auch die Konfiguration total gerne. Da sind nicht viele Farben drin, sondern wir haben wirklich schwarz, grau, ein bisschen Carbon-Look. Der kommt mit der Sportline dann noch mit und ein bisschen Haarplastik, aber das finde ich absolut verschmerzlich. Der Türöffner ist jetzt in einem Chrom gehalten, finde ich aber gut, weil das Auge den sofort findet und der ist auch sehr schick geformt. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir mal hier vorne das Cockpit an. Auch hier haben wir wieder so eine Chromspange, die sehr gut eben zum Türöffner passt. Auch wieder dieser Carbon-Look. Es ist kein richtiges Carbon, es ist wirklich nur der Look. Das ist aber ja schick. Hier oben dann alles mit Kunstleder bezogen und hier auch nochmal so ein Soft-Touch. Da oben seht ihr auch nochmal so eine kleine Leiste, die bis hier rüber geht. Also es ist was ganz Besonderes hier drin. Aufgeräumt, schick, nicht zu aufdringlich. Und wir haben hier unten auch noch echte Knöpfe für die Klimaanlage, für die verschiedenen Fahrmodi. Sprechen wir gleich drüber. Mittelarmkonsole ist relativ breit, hier an der Seite auch wieder gut gepolstert. Klavierlack jetzt hier oben, das finde ich persönlich nicht so gut, weil man hier eben jeden Fleck sieht leider. Zwei Cupholder kann man hier jetzt auch rausnehmen, dieses Element. Dann hat man hier eben die Möglichkeit, die auch so einfach nur reinzulegen, falls man das lieber mag. Kann es aber hier auch wieder reinmachen und das Ganze auch größer machen. Also ihr seht jetzt gerade, ich habe dem eigenen Zimmer die Möglichkeit genommen, dass er hier Platz findet. So passt jetzt aber. Und da vorne noch zwei Flächen fürs Handy. Eine davon ist induktiv, nämlich diese hier. Die andere, die ist nur zur Ablage. Ihr habt aber noch zwei USB-C-Anschlüsse und könnt eben mit einem Kabel dann eben beide Handys laden. Da vorne seht ihr dann auch gleich im Infotainment-System, wenn es lädt. Das ist schon gut. Und hier unten habt ihr dann auch noch mal Platz. Ja, Jan hat gesagt, für die Frauenhandtasche. Es gibt natürlich auch Männerhandtaschen oder was weiß ich was. Ihr habt auf jeden Fall Platz. Auch ein Gelbbeutel oder sowas zu verstauen. Jan verliert nämlich seinen Gelbbeutel immer, wenn er ihn nicht in meine Frauenhandtasche reinmacht. Hier oben dann auch nochmal Platz für den Schlüssel. So sieht er übrigens aus. Kennt man ja aus dem VAG-Konzern. Hier nochmal so zwei Münzfächer, die ich sehr gut finde. Da kann man nämlich immer alles für den Einkaufswagen reinmachen. Elektrische Parkbremse. Und hier jetzt insgesamt 6 Liter Fassungsvermögen bzw. Verstauraum. Hier einmal so eine Simply Clever Lösung, hier dann auch nochmal so eine Simply Clever Lösung. Ja, und dann schaut da mal rein. Das ist schon viel Platz. Könnt ihr euch schon konfigurieren oder auch nicht. Uns wäre es persönlich zu viel. Kann man jetzt hier wieder reinmachen. Passt auch sehr gut rein. Wir würden wahrscheinlich einfach unseren Müll da reinstopfen, so wie alles, was wir heute machen. Hier oben dann auch nochmal schön bezogen, sehr weich gepolstert. Und als nächstes würde ich sagen, kommt Jan mal rein und wir sprechen jetzt noch übers Lenkrad, über das Head-Up-Display und über das Cockpit vorne. Erstmal zum Lenkrad unten abgeflacht. Sportline steht jetzt hier drauf, auch nochmal in so einem leicht gräulichen Element. Hier auch nochmal ein bisschen Chrom, dreispeichig, damit das Skoda-Zeichen. Und jetzt eine wichtige Sache, wie kann man das Lenkrad einstellen? Ich kann es zu mir jetzt bestellen, also zu mir ziehen, ins Auto drücken, hoch, runter und finde so eine gute Sitzposition. Ihr seht es jetzt, sehr cool. Und auch meine Sitze sind jetzt hier elektrisch einstellbar. Gehen hoch, runter und so kann ich mir eben hier die ideale Position aussuchen. Hier drüben haben wir alles für die Assistenzsysteme. Hier mit dem Knopf können wir vorne dann noch das Cockpit steuern. Ihr seht das, es sind nicht viele Einstellungsmöglichkeiten. Es ist auch nicht sonderlich groß. Hat übrigens noch so eine kleine Hutze drüber, die ich sehr süß finde. Und darüber ist dann das Head-Up-Display mit optional auch Augmented Reality Funktion. Ich sage nochmal Argumente, das heißt Augmented, ich weiß. Das zeigt dann beispielsweise die Navigation mit an, zeigt an, wo ihr abbiegen sollt, aber eben auch hier die Integration der Assistenzsysteme, hier drüben dann noch Spracherkennung und auch die Lenkradheizung. Hinten die Pedals sind für die Rekuperationsmodi, da sprechen wir nachher bei der Fahrt drüber. Und jetzt vielleicht noch ein paar Worte hier zu dem Infotainment-System. Das hier ist die Home-Ansicht. Sehr übersichtlich, haben jetzt hier aber nochmal so App-Kacheln, die wir nutzen können. Können wir da auch verschiedene Dinge steuern, wie beispielsweise alles zum Fahrzeug. Und da finde ich eine Sache besonders schick, und zwar diese Grafik. Ist sie nicht cool? Ihr könnt euch ja dann den Enyaq auch hier nochmal komplett anschauen. Und schaut mal, der ist sogar in der Farbe
die wir jetzt hier konfiguriert haben. Nur hier seht ihr jetzt den Unterschied zur Sportline, denn hier ist jetzt das Ganze nochmal in Silber gefasst, hier vorne dann auch wieder nicht. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber auf jeden Fall habt ihr hier, hier nochmal euren Enyaq, den ihr komplett anschauen könnt. Habt hier auch noch alles zum Fahrzeugstatus und auch die Fahrdaten nochmal hier. Wie viel wir verbraucht haben, werde ich euch dann später noch erzählen bei der Fahrt gemeinsam mit Jan. Laden ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Hier habt ihr dann den Akkufüllzustand, könnt auch Ladeorte nochmal einspeichern. Alles, was man braucht. Nur eine Energieflussanzeige habe ich nicht gefunden. Die hätte ich gerne noch gehabt, auch für euch, einfach um euch das zu erklären, was Rekuperation und so bedeutet. Hier dann alle Assistenzsysteme, nochmal im Überblick. Alles für teilautonomes Fahren Level 2. Und jetzt vielleicht noch ein letzter Schwung zu ambiente Beleuchtung. Es wird nämlich langsam ein bisschen dunkel und die seht ihr jetzt hier drunter. Ich kann die jetzt in verschiedenen Farben einstellen. Ich hoffe, ihr seht sie. Jan, kann man es sehen? Bisschen, okay. Kann hier verschiedene Farben einstellen, kann hier auch die Helligkeit dann nochmal auswählen. Vielleicht, die ist schon leider auf volle Pulle. Und man kann die jetzt hier eben in der Tür machen. Ihr seht jetzt vielleicht hier vorne, das ist ganz gut. Hier ist eben die ambiente Beleuchtung und im Fußraum und hier unten dann auch nochmal. Das ist schon ziemlich cool. Macht auf jeden Fall hier ja einen sehr schönen Innenraum. Und es gibt hier auch noch so Stimmungen, Sommer, Ozean, Race, individuell. Und kann das Ganze aber auch ausschalten. Ja, so Spielereien gehören dazu. Ich finde das irgendwie ganz nett, wenn man sich das einstellen kann. So viel dazu, die Navigation funktioniert auch sehr schnell. Ein kleiner Kritikpunkt ist vielleicht hier unten die Steuerung der Lautstärke, die funktioniert nur per Touch. Das muss man mögen. Es funktioniert aber sehr gut. Hier kann man das ganze System dann auch noch ausschalten. Ja, und jetzt würde ich sagen, holen wir den Jan dazu und dann genau, fahren wir hier eine Runde und schauen mal, was der so kann hier. Kommt mit. Ich bin dabei, ich bin da, jetzt kann es losgehen. Bisher war alles nur Vorspielgeblänkel und jetzt kommt die Super Bowl Halbzeitshow mit mir. Nach 25 Minuten Vorspiel jetzt endlich. Die Fahrt. Ja, aber darum geht es ja jetzt. Und eine Sache möchte ich euch jetzt zeigen und zwar, schaut mal, das Auto ist jetzt aus und sobald ich auf die Bremse gehe, startet der und ich kann direkt losfahren, muss also nicht hier unten auf diesen Start-Stopp-Knopf drücken. Was ich ganz gut finde, ist sehr intuitiv und wenn ich jetzt runtergehen würde und einfach das Auto verlassen würde, würde der auch von alleine ausgehen. Das ist natürlich schon nice, oder? Magie. Magic. Was wir jetzt machen, ist jetzt vielleicht erstmal hier hochtoggeln in R und ich zeige euch die Rückfahrkamera. Wir haben Hilfslinien, es dämmert gerade schon ein bisschen und trotzdem sieht es sehr gut hier nach hinten aus. Kann jetzt hier auch ein bisschen rückwärts fahren. Jan liebt es ja mit mir zu fahren und kann jetzt hier eben sehr gut rangieren. Und wenn ich jetzt hier runterziehe, sind wir in D. Noch einmal eins runter ist der Rekuperationsmodus B. Sprechen wir aber später drüber. Und jetzt wichtig, Mode. Wir haben verschiedene Fahrmodi. Eco, Komfort, Normal, Sport, Traction und können jetzt hier aber auch einstellen und sehen, was sich alles einstellt. Es gibt hier optional ein adaptives DCC, was wir jetzt hier hinzukonfiguriert haben für 500 Euro. Können wir jetzt hier jeweils einstellen in wie viele Stufen hier? Ich glaube 15, oder? 15. Ja. Und wir können aber auch die Lenkung, Antrieb, ACC und die Klimatisierung eben einstellen. Und hier seht ihr dann eben, in welchen Modi das dann jeweils... Ist der Chris gerade weggefahren? Der Car-Maniac. Unser großes Elektroidol. Hier seht ihr dann die verschiedenen... Jetzt lache ich da nur müde sogar. Doch, er ist ein großes Idol. Hier seht ihr dann eben für die verschiedenen Modi, wie sich das einstellen wird, dieses Video nicht gucken. Ich glaube, es ist mit der... Ich habe gehört, Chris guckt alle Videos von uns. Ja. Chris und Pamela Anderson, die beiden. Ja, wegen dir hauptsächlich, ne? Gut. So, wir fahren jetzt, in welchem Modi sollen wir losfahren? Vielleicht in komfortabel, oder? Was ist die Einzahl von Modi? Modus. Genau. Modus Mio. Modus Mio. Wir fahren los. Im X-Modus. Und erstmal müssen wir den Schlüssel hier richtig machen, dass er nicht so klackert. Jetzt ist natürlich wichtig zu wissen, wie ist denn die Rundumsicht? Ganz gut, finde ich. Man sitzt aber auch brutal hoch. Ich muss jetzt gerade meinen Sitz auch ein bisschen hoch machen, weil ich das Gefühl habe, dass ich zu sehr tief im Auto sitze. Und wie fühlst du dich, Jan? Wenn du fährst, fühle ich mich ein bisschen wie auf dem Weg in den Himmel. Du siehst das Licht schon am Ende des Tunnels. Ja, vielleicht erkläre ich euch jetzt mal, weil wir werden jetzt über ein paar Poller fahren, was natürlich sehr gut ist, um euch das Fahrwerk zu demonstrieren, was das jetzt alles kann. Und erstmal Komfort. Das ist jetzt relativ komfortabel, der gleitet dann auch so dahin, auch wenn der jetzt wirklich über 2 Tonnen wiegt, das ist kein Leichtgewicht, aber das haben die hier jetzt schon ganz gut gemacht, denn hier drin ist es geräuscharm, wir haben hier ein gutes, komfortables Fahrwerk, können aber eben hier auch umschalten, wenn wir jetzt hier auf Mode gehen, gehen wir jetzt vielleicht mal auf, ja,
Sport und dann merkt man erstmal, der rekuperiert schon stärker. Das ist wichtig zu wissen, der rekuperiert, also da deutlich stärker. Die Lenkung wird direkter und auch das Fahrwerk, also das DCC, ist jetzt ein bisschen straffer. Man merkt jetzt hier die Bodenwellen dann ein bisschen mehr, beziehungsweise die Löcher im Boden. Wie ist es für dich als Beifahrer? Ich bin gespalten, was das Fahrwerk angeht. Ich weiß, es will und soll ein dynamisches Auto sein und das kann es bestimmt auch mit der linearen Beschleunigung. Aber der wiegt halt, so wie er hier steht, ja, zwischen 2,1 und 2,2 Tonnen. Und es ist dann halt schwierig, diese Spreizung hinzubekommen aus straffen und komfortablen Fahrwerk. Und wo es ein bisschen gelitten hat, war jetzt bei sowas. Solche Poller zum Beispiel, ne? Solchen, wie nennt man das, tote Polizisten da zum Beispiel da vorne. Hallo Hund, ja genau, den nehmen wir nicht mit, Jessie, heute. Ja. Und da, also mit Schlaglöchern fühlt sich ein bisschen hart an. Wenn wir allerdings eine perfekte Straße haben, will man eigentlich fast meinen, was jetzt in einem Luftfahrwerk, in der Luftfederung. Ja, und jetzt, bevor wir jetzt nämlich auf die richtige Straße kommen, möchte ich euch noch eins zeigen, und zwar sind das die Rekuperationsmodi. Die haben wir jetzt in Modus, drei verschiedene Stufen, 2, 1 und schaut mal, wir haben jetzt hier in Stufe 3 kein One-Pedal-Driving. Ich gehe jetzt hier runter vom Gas, also vom Power, und der kriecht dann so bei 8, 7 km/h herum. Wenn ich jetzt hier in B gehe, ist es das Gleiche. Der rekuperiert zwar stärker, aber der bleibt nicht bis auf Null stehen. Und das finde ich ein bisschen schade. Das hätte ich mir gewünscht, dass Skoda da die Möglichkeit anbietet, dass man eben nur mit einer Pedale fährt. Ich mag das total gerne, auch in der Stadt. Und da sprechen wir jetzt vielleicht erstmal darüber. Jan wird euch gleich erzählen, was Rekuperation bedeutet. Und ich werde euch aber erstmal erzählen, wie der Verbrauch war und wie weit wir gekommen sind. Angegeben sind ja 490 Kilometer Reichweite. Wir haben jetzt hier bei nahezu idealen Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad ja 400 Kilometer geschafft und einen Verbrauch von 19 Kilowattstunden. Wenn wir mal mehr gedrückt haben, eher 18 Kilowattstunden. Das ist der Bernd von Autonotizen. Von Autonotizen. Da steht's drauf. Hallo Bernd. Autonotizen. Das ist Live-Video, ja. Live-Video. Hi. Ich würde gerne ein Carquash-Video machen. Aber geht irgendwie nicht. Deswegen gehe ich jetzt nach Hause. Ja. Ihr könnt fahren. Ja. Okay. Ich muss laufen. Aber wenn ich zu Hause bin, schaue ich die Carquash-Video. Sehr gut. Und wir Autonotizen. Ja. Autonotizen. Steht auf seinem Shirt. Scheiße, jetzt hast du Angst bekommen. Eine unvorhersehbare Situation. Bernd arbeitet für euch selbst beim Joggen. So, jetzt überholen wir ihn und erklären noch Beschleunigung. Ich habe auch ein bisschen Angst vor ihm. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich ihn jetzt mitnehme. Bernd, mach mal langsamer. Also, wie fährt sich denn? Ich habe euch jetzt was zum Fahrwerk erzählt. Lenkung passt sich eben in den verschiedenen Modi an. Rundumsicht habe ich euch eigentlich auch erzählt. Nur jetzt möchte Jan euch noch was erzählen zum Thema Sportlichkeit. Wir haben ja hier den X. Und das X steht in dem Fall nicht für Gefahr, sondern in dem Fall wirklich fürs Gegenteil. Weil Skoda sich dafür entschieden hat, dass man das Auto, wenn man schnell in Kurve fährt, eben nicht schön mit dem Arsch bisschen schwänzen lassen kann, schön raustreiben und die Vorderachse, also der Motor vorne zieht einen dann wieder raus, sondern gesagt, oh, Obacht, wir haben ein Auto, was über 2 Tonnen wiegt, was auch relativ hoch aufbaut, also regeln wir es ab. Ne? Das heißt, wir haben Bremseingriffe, wir können nicht so wirklich viel machen. Der fährt sich nicht synthetisch, die Lenkung ist gut, das Fahrwerk ist auch straff, aber ich hätte mir so ein bisschen mehr Spiel, ein bisschen mehr Freiheit für einen Fahrer gewünscht beim Fahren. Bin ich extrem? Ja. Ja. Bist du extrem? Nee. Nein. Ich bin eher so die klassische, wie halt fast jeder Auto fährt, nicht wie ein Auto fährt. Aber was vielleicht auch noch interessant ist für euch zu wissen, wir haben euch ja jetzt auf dem Kanal sehr viele Motorvarianten vorgestellt, auch beim Coupé. Wir haben den RS vorgestellt. Jan ist den heckangetriebenen iV80 gefahren. Jetzt haben wir hier die Allrad-Variante. Welche Variante würdest du nehmen? Wir sind jetzt alle gefahren. Die ich mir ausgesucht habe. Die mit Heck, die mit großem Akku reicht mir, finde ich, total passend für dieses Auto. Und du? Finde ich auch gut. Was wir jetzt noch machen... Ja, ein guter Freund von mir, Lorena. Hallo Werner, jetzt beschleunigen wir noch kurz durch. Modus sind wir ja in Sport und ich drücke jetzt mal aufs Gas und schau mal, was der kann. Zumindest auf 70, hoppla. Gib ihm, gib ihm. Ja, 70, geht schnell. Das ist schon geil. Da frage ich mich halt so ein bisschen, wie nötig ist die RS-Version? Weil der ist halt auch schon richtig gut. Oder vielleicht sollte man es positiv formulieren, wie gut ist der, dass man den RS noch, ihr wisst, was ich meine. Ja, vielleicht noch eine Sache zum Head-Up-Display. Da könnt ihr vorne mal reinschauen, wie das jetzt so im Blick aussieht. Wenn ich jetzt hier nämlich zum Beispiel über die Linie fahre, seht ihr das, zeigt es mir an. Achtung, Jessie, da ist eine Linie. Das ist mega gut. Kann hier eben auch einen Spurhalteassistenten, Travel Assist reinmachen. Links unten. Hier unten? Ja, drücken. Und
habe jetzt hier eben die Geschwindigkeit, die er hält, und auch den Abstand zum Vordermann. Der hält normalerweise auch die Spur. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt falsch eingestellt habe. Da, er kennt die Spur und jetzt schaut mal, jetzt klappt's. Ist das nicht geil? Hot. Magic. Und so könnt ihr eben teilautonom Level 2 auf der Autobahn fahren. Super angenehm. Sagt mir irgendwann, ich soll die Lenkung übernehmen. Das ist auch vollkommen okay. Ganz autonom dürfen wir noch nicht fahren. Aber dieses Auto bringt schon ganz viel mit sich. Was wir jetzt machen, ist Joggen. Den Bernd überholen. Und dann geht's zurück und ich verrate euch noch, was der kostet. Kommt mit. Ja, kommen wir jetzt zu meinem Fazit und ich mache natürlich jetzt hier wirklich den ultimativen Check, inwieweit kann man jetzt hier bequem aufrecht sitzen. Nein, kann man leider nicht. Bin jetzt so froh, dass ich mich langsam wieder gerade hinsetzen kann. Jan hat mich extra lange hier sitzen lassen. Danke dafür. Übrigens, diese Keile sind nicht nur dafür da, Bierkisten zu fixieren, sondern sie können auch sehr gut Jessys fixieren. So, und jetzt möchte ich euch noch eine Sache zeigen, die ich ganz vergessen habe, die aber sehr, sehr wichtig ist. Das Skoda steht ja für Simply Clever Lösungen und ihr kennt ja den berühmten Eiskratzer, der sich normalerweise im Tankdeckel befindet. In diesem Fall macht es aber nicht so viel Sinn, weil man beim Laden ja die Buchse offen lässt, auch für längere Zeit, und falls da jemand das Ding klaut, hat sich Skoda gedacht, nee, wir machen die jetzt hier hinten in den Kofferraumdeckel, da kommt man auch dran, wenn man 1,64 Meter klein ist. Und hat trotzdem eben immerhin und immer weiter den Eiskratzer mit dabei. Und jetzt geht es darum, wie finde ich jetzt erstmal das Coupé? Für mich ist das Coupé die schönere Variante des normalen Enyaqs. Ich stehe auf den. Es ist für mich in der Klasse aktuell eines der schönsten Autos, das es gibt. Und vor allem eines der schönsten Elektroautos. Wir haben nicht große Einbußen im Kofferraum. Wir haben auch keine großen Einbußen jetzt auf der Rückbank. Natürlich, wer sitzt jetzt schon aufrecht im Kofferraum? Das ist natürlich jetzt nicht ganz normal. Wir haben jetzt hier sehr viele Motorvarianten, die ihr wählen könnt. Leider haben wir bei der Coupé-Variante nicht den ganz kleinen Akku, den hätte ich mir noch gewünscht, gerade für Menschen und auch User-Cases, die eher kurze Strecken fahren möchten. Und jetzt geht es natürlich darum, was kostet der? Und da ist immer so eine Sache, ihr profitiert ja auf jeden Fall von einer Förderung von bis zu 10.000 Euro, einer Dienstwagensteuer von 0,25%. Der normale Enyaq beginnt bei dem ganz kleinen Akku bei 35.000 Euro. Das ist schon ein verdammt guter Preis. Darum hätte ich mir den jetzt auch im Coupé gewünscht. Aber der beginnt jetzt hier ungefähr bei 40.000 Euro in der kleinsten Motorisierung mit dem kleinsten Akku. Die Variante hier wird aber knapp über 50.000 Euro liegen. Ich weiß aktuell die Preise noch nicht zu 100% genau, weil es den noch nicht im Konfigurator gibt. Es gibt aktuell auch noch ein paar Diskussionen, ob der jetzt weiterhin bestellbar sein wird, wie lange die Lieferzeiten sein werden. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt wird. Aber wir sprechen jetzt vielleicht noch über unseren Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter diversen Leasinganbietern, wie unter anderem auch meinauto.de. Und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber bei The Car Crash Review. Wir haben auf jeden Fall keine Lieferprobleme. Hier gibt es nämlich jeden Tag um 17 Uhr ein Video von Jan oder von mir. Und hier seid ihr bestens informiert. Falls ihr das honorieren möchtet, abonniert gerne den Kanal, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, Freunde.